Hallo und Salam Aleikum, liebe Balamassas-Freunde, und hallo und Salam Aleikum auch an den Rest. Ich grüße euch recht herzlich zu einem neuen Balamassas-Lernvideo. Nach langer Zeit wieder ein Solfège-Video. Erstmal bitte ich zu entschuldigen, dass ich das Video erst jetzt hochlade. Ich wollte das eigentlich schon früher hochladen, allerdings waren die letzten Versuche haben nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ihr wisst ja, dass ich da schon immer Wert lege, euch auch vom Inhalt her qualitativ hochwertige Videos zu bieten. Da ich auch der Meinung bin, dass ihr das verdient habt, und dementsprechend halt, ja, habe ich da hohe Anforderungen. Genau, und die letzten Versuche halt haben halt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe, und ich bitte dies zu entschuldigen. Deswegen lade ich dieses Video erst jetzt hoch. Ja, genau. Ja, und das Lied, in dem wir uns in diesem Video widmen oder welches wir versuchen zu lernen, ist von Devrim Çelik, Zulüm Kokar. Zulüm Kokar heißt übersetzt so viel wie es riecht nach Grausamkeit, nach Unterdrückung. Ja, oder Geruch von Grausamkeit oder Unterdrückung. Ja, also der Begriff Zulüm wird halt mit Grausamkeit oder Unterdrückung übersetzt. Und Kokar heißt einfach riecht. Kommt vom türkischen Wort Koklamak. Ja. Genau, das Lied hat über 2,8 Millionen Klicks. Ist ein schönes Lied, wie ich finde. Und der Mann, also Devrim Çelik, hat auch eine sehr schöne Stimme, wie ich finde. Und genau, ja, und diesem Lied widmen wir uns heute. Das Lied an sich ist kein schweres Lied, wie ich finde. Also es ist nicht wirklich schwer. Zumal das Intro und der Teil, wo gesungen wird, eigentlich dasselbe ist. Ja, also da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Außer jetzt vielleicht vom Tempo her. Genau. Wobei das aber so ist, dass wir natürlich in dem Teil, wo gesungen wird, unser Tempo anpassen müssen. Also da ein bisschen langsamer spielen. Das ist aber bei den meisten Liedern so, dass in dem Teil, wo gesungen wird, ja, das Tempo ein bisschen langsam ist als das Intro selber so. Genau. Ja, und fangen wir auch schon an. Genau, die Schwierigkeit bei diesem Lied ist, die einzige Schwierigkeit, wie ich finde, ist, dass wir nicht das normale Si-Bemol-2 benutzen, was wir in der Regel benutzen mit dem Mittelfinger, und zwar fünfte Reihe mittlere Saite, sondern eine Reihe weiter, sechste Reihe mittlere Saite, das normale Si mit dem Ringfinger. So. Das ist so ja, die einzige Schwierigkeit, wie ich finde. Und zwar, ja, du kannst das Si, normales Si auch mit dem Mittelfinger benutzen, allerdings würde ich dir raten mit dem Ringfinger, ist auf Dauer einfach einfacher, und du machst dann so weniger Fehler. Ich weiß, dass am Anfang gerade viele Sas-Spieler mit dem Ringfinger Probleme haben, ja, und auch mit dem kleinen Finger unter anderem. Das habe ich auch schon in einem Video erzählt. Und da empfehle ich nur noch mal die Übung für die mittleren Saiten dann, also für die mittlere Reihe, welche ich auch schon im anderen Video gezeigt habe. La, dritte Reihe mittlere Saite, Si Bemol, vierte Reihe mittlere Saite, normales Si, sechste Reihe mittlere Saite und Do, siebte Reihe mittlere Saite. Also La, Si, Si, Do, 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 La, Si, Si, Do. So, das als Übung, und dann hast du auch ein bisschen deine Finger geübt, trainiert. Soll ja nicht schaden. Genau, jetzt kommen wir zum eigentlichen Lied. Und zwar beginnt das Lied mit einem ganz kleinen Abschnitt, sage ich mal, ja, der ganz kurz geht, und dann beginnt das eigentliche Intro, sage ich mal. Und zwar ist der erste Abschnitt so, also ich mache das mal erstmal im Normaltempo. Si, do, re, si, do, si, la. Si, do, re, si, do, si, la. Wobei das ein bisschen schneller gespielt wird. Also, jetzt machen wir das langsam. Übrigens, ich werde jetzt nicht nochmal zeigen, wo welche Noten sind. Ja, ich gehe mal davon aus, dass du das mittlerweile weißt, dass ihr das mittlerweile wisst. Wenn du aber diesbezüglich irgendwelche Schwierigkeiten hast oder Fragen hast, ja, dann kannst du das gerne unter die Kommentare schreiben, und dann werde ich dir versuchen zu helfen, so gut ich kann, inshallah. Genau, also kommen wir wieder zum eigentlichen Video zurück. Also der erste Teil. Si, do, re, si, do, si, la. Nochmal langsam. Also, ich komme ein bisschen näher, damit man das vielleicht ein bisschen besser erkennt. Ist auf dem schwarzen Brett leider immer ein bisschen schwer, so. Ja, wie wenn das nicht schwarz wäre, sag ich mal. Genau, weil ja die Bänder auch schwarz sind, aber ja, ich hoffe, du kannst trotzdem einiges erkennen. Si, also Si, do, re, si, do, si, la. Si, do, re, si, do, si, la. Das ist der erste Teil, Normaltempo.
So, und dann beginnt das eigentliche Lied. Genau, und zwar fangen wir damit an, mit einem langsamen Tempo, also mit den Noten. Mi, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Re, 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 Mi, Re, Do, Si, Do, 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 Re, Do, Si, Si, La, 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 Mi, 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 Re, Re, Do, Re, Mi, Re, Do, Do, Si, Do, 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 Re, Do, Si, Si, La, Si, 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 Do, Si, La, La, Sol, Si, Do, Re, Si, Do, Si, La. Zum Schluss noch La, 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 La. Und bei dem La zum Schluss benutzen wir halt die, bei der dritten Reihe die mittlere Saite halten wir fest und die unterste Saiten, so quasi, also ganz oben lassen wir leer und dann La, 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 also ziehen wir durch. So, ja, jetzt machen wir das Ganze nochmal im normalen Tempo, also nur den Teil jetzt. Genau, und das ist eigentlich auch schon das Lied, so, weil das, weil der Teil, wo gesungen wird, halt eigentlich derselbe ist, nur dass du da halt dein Tempo anpassen musst halt, ja. Aber das wirst du dann selber merken, auch wenn du das Lied unter anderem hörst. So, jetzt verbinden wir alles nochmal und machen das nochmal in einem Normaltempo. Gucken wir, schauen wir mal, wie das ausschaut. Meine verdammte Nase, die juckt auch manchmal. Ja, so. So. Ja, ich hoffe, das hat vom Tempo her gepasst, so, also das ist das Lied halt. Wie du siehst, nicht ganz so schwer, außer vielleicht das mit dem Ringfinger, wobei ich persönlich das jetzt nicht als schwer empfinde, aber könnte für Anfänger wirklich schwer sein. Vor allem, weil man ja dieses C, 6-3 mittlere Reihe, nicht so oft spielt eigentlich, sondern bei den meisten Liedern halt das C eine Reihe weiter zurück, also 5. Reihe mittlere Seite mit dem Mittelfinger. Deswegen, ja, und genau, ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, es war hilfreich. Wenn ich zu schnell war, dann bin ich dazu entschuldigen oder dann kannst du das auch gerne schreiben. Ja, man kann das ja manchmal selber ein bisschen schwer einschätzen. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und wenn du Wünsche hast, was auch immer, irgendwas dir auf dem Herzen liegt, dann kannst du das gerne schreiben. Und ja, dann gucken wir mal, was wir da machen können für dich, für euch. Richtig. Und das war's von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, wie immer. Wenn du mich das erste Mal siehst, dann kannst du ja gerne den Kanal abonnieren, wenn du magst, wenn du möchtest. Ansonsten nicht. Und wie gesagt, ansonsten wünsche ich dir halt, wie immer, einen schönen Tag noch, einen schönen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann du dieses Video guckst. Und wünsche dir Glück und Gesundheit für immer. Ja, bleib gesund, bleib anständig. Und bleibt musikalisch. Also, bis zum nächsten Video, euer Barra.